Dankeschön. Weg vom Frontalunterricht in der Schule, stattdessen eintauchen in die Natur, forschen, erleben, entdecken, lautet das Motto des Meereswettbewerbs. Jugendliche ab der 9. Klasse können sich bewerben und eine Reise auf dem Forschungsschiff Aldebaran gewinnen. Wie Schüler an Bord kommen können, darüber spreche ich gleich mit Frank Schweikert, dem Schiffsinhaber und Initiator des Wettbewerbs. Doch zuvor wollen wir die Aldebaran und das Projekt vorstellen. Seit 20 Jahren fährt die Aldebaran auf hoher See, von der Nord- und Ostsee über das Mittelmeer bis zu den Kanaren. Immer im Dienst von Wissenschaft und Umwelt. Mit ihren 14 Metern Länge gehört sie zu den kleinsten ihrer Art. Durch ihren geringen Tiefgang von nur einem Meter kommt die Aldebaran dorthin, wo es die großen Ozeanriesen schwer haben. Frank Schweikert gehört dieses außergewöhnliche Schiff. Der Biologe kennt sich aus mit den Tücken der Wasserstraßen. Da ist ein bisschen Eis, aber wenn wir da durch sind, dann machen wir uns gleich klar zum Anlegen. Jo. Dann kannst du dich vielleicht um die Vorleine kümmern. Zur Aldebaran gehört eine Crew auf Zeit. Ob Biologe oder Skipper, hier packen alle mit an. Von Anfang an wird jeder gleich gefordert, hat seine eigenen Aufgaben. Alle fühlen sich verantwortlich. Nur so funktioniert der Alltag auf dem Forschungsschiff. Nicht ziehen! Lass mal, da ist noch viel Eis dazwischen. Ja, passt. Die Aldebaran heißt nach dem hellsten Stern im Sternbild Stier, dem Sternbild Schweikerts. Geduldig und energisch, so sollen die Stiere sein. Und genauso erlebt Patrick Schibert seinen Chef. Schweikert ist einer, der nicht müde wird, sich für den Schutz der Meere zu engagieren. Ich schätze wirklich seine Konsequenz auch, die er jetzt schon die 20 Jahre mit sich gebracht hat und da ich auch von ein bisschen lernen kann, wirklich an was hart dran zu bleiben, das durchzusetzen und nicht auch gleich davon ablassen, sondern wirklich dafür sich stark machen und dem nachgehen. Eines von Schweikerts Projekten, der Meereswettbewerb. Jugendliche können eine Forschungsidee an die Aldebaran schicken, die auf See umgesetzt wird. Zum Beispiel Plastikmüll in der Nordsee. Den hatte bis vor 2 Jahren noch niemand untersucht. Was wir alles gefunden haben. Damit ist auch nicht zu spaßen. Das ist irgendwas mit Ammoniak. Das wurde wahrscheinlich aus irgendeinem Frachthaus Italien rausgeworfen. Diese riesen Folien hier. Und wie zerflattert die sind. Da überall diese ganzen Plastikstücke lösen sich überall ab. Und das ist echt eine riesen Sauerei. Und da müssen wir echt drauf achten. Jeder für sich. Das Besondere, die Schüler bekommen Unterstützung von einem Wissenschaftler. Gemeinsam mit ihm können sie im Schiffslabor unter Deck die gesammelten Proben auswerten. An der längsten Stelle sind das 2,8 cm. Patrick Schibert betreut gemeinsam mit Frank Schweikert den Meereswettbewerb. Er erfährt jeden Tag aufs Neue, wie spannend die Arbeit an Bord der Aldebaran ist. 5 Tage auf dem Meer, eine einzigartige Chance für jeden Jugendlichen, Erfahrungen zu sammeln, die vielleicht so nie wiederkommen. Alles unter dem Motto Forschen, Erleben, Entdecken. Zum einen eben die Grundlagen des Segelns kriegen sie hier von unserem Skipper beigebracht. Dann können sie natürlich wirklich wissenschaftliche Arbeit werden daran geführt durch den Wissenschaftspaten. Und zum dritten sage ich auch immer, es ist eine soziale Herausforderung, einfach mal auf diesem engen Raum mit zum Teil fremden Menschen diese 5 bis 6 Tage an Bord zu verbringen und sich da zu arrangieren. Leinen los heißt es in 3 Monaten wieder für die Aldebaran im Hamburger Hafen. Vielleicht diesmal auch mit ein paar Jugendlichen aus Mitteldeutschland an Bord. Ja, wo dieses kleine gelbe Schiff schon überall war. Mit seinem Kapitän Frank Schweikert, dem Botschafter der Meere. Herzlich willkommen bei uns. Ja, vielen Dank. Herr Schweikert, Sie waren ja wirklich schon unglaublich mit diesem kleinen Schiff. Wo waren Sie überall schon? Also angefangen von Prag, wenn wir schon hier in der Nähe meist sind, oder in Dresden, Magdeburg natürlich. Wir können auch Flüsse entlang fahren. Mhm. Wir waren im Mittelmeer, wir waren in Mittelamerika, wir waren im Atlantik. Also man kann mit diesem Schiff weltweit unterwegs sein. Insgesamt in den vergangenen 20 Jahren sind wir 50.000 Seemeilen, das sind so knapp 100.000 Kilometer. Das ist natürlich was für die Jugendlichen, bei diesem Wettbewerb dabei zu sein. Da bekommt man selbst richtig Lust drauf, da mal mit ihnen mitzufahren. Ein Meereswettbewerb gibt es. 5 Tage lang können die Jugendlichen auf dem Schiff dabei sein bei ihnen. Das scheint ja auch richtig Spaß zu machen. Ihnen auch, oder? Ja, natürlich, sonst würden wir das nicht machen. Irgendwo braucht man die Motivation.
für dieses Projekt und auf dem Meer zu sein, das Abenteuer zu erleben, Natur, die Vorgänge in der Natur zu erforschen, zu entdecken. Das ist so ähnlich wie viele Jugendliche früher sagen, ich möchte gerne mal Lokomotivführer werden. Und ja, das wollen wir diesen Jugendlichen vermitteln, dass es also im Bereich der Meere noch ganz, ganz viele Geheimnisse gibt. Kaum ein Mensch weiß, dass von den geschätzten 1,5 Millionen Lebewesen im Meer man gerade mal 140.000 kennt. Also wir kennen weniger als 10% des Lebens im Meer. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man dort was tut und dass vor allem junge Menschen sich dafür engagieren. Und dass wir den jungen Menschen auch zeigen, was wir Menschen diesem Meer auch alles antun. Jugendliche dafür zu sensibilisieren. Das ist auch ganz wichtig, glaube ich. Noch bis Ende März können sich die Jugendlichen bewerben. Wie muss so eine Bewerbung aussehen? Also bei der Bewerbung geht es darum, eine ganz tolle Idee zu haben, dass man mal an Meeresforschung machen möchte. Und das muss sich nicht an dem orientieren, was es schon in Forschungsarbeiten gibt. Das muss man ja nicht duplizieren, sondern wir sind gerade unter kreativen jungen Menschen auf der Suche auch nach neuen Ideen. Ja. Zum Beispiel das Thema Plastikmüll aus dem Meer oder nach der großen Ölplattformkatastrophe im Golf von Mexiko hat ein Schülerteam gesagt, Mensch, was passiert eigentlich mit dem Öl im Meer? Dann haben sie bei Greenpeace angerufen. Greenpeace hat gesagt, wir wissen es eigentlich auch nicht richtig. Und dann hat dieses Team entschieden, das wäre doch ein tolles Projekt oder ein tolles Thema für den Meereswettbewerb. Teilnehmen können auch Jugendliche aus Mitteldeutschland. Welche Voraussetzungen müssen sie mitbringen? Also ab der 9. Klasse kann man teilnehmen. Und dann gibt es so ein Rahmenthema. Es gibt eine gute Website, wo man diese Sachen alles sehen kann. Was kostet das? Es kostet nichts, denn wir sind auf der Suche nach Sponsoren, weil wir finden, dass wenn Jugendliche eine tolle Idee haben und dann ausgewählt worden sind und in vielen Einsendungen, dann sollen sie es als Gewinn haben, mal eine Woche auf diesem Schiff mitfahren und forschen zu können. An Bord arbeiten die Schüler dann an kleinen Projekten. Wie geht es nach der Fahrt auf der Aldebaran weiter mit den Ergebnissen, die die Jugendlichen dort gemacht haben? Verschwinden die in irgendeiner Schublade? Niemals, denn die Arbeit der Aldebaran ist ja genau dazu da, diese Meeresforschung und das Meer sichtbar zu machen. Das heißt, die werden während der Fahrt einmal von einem Team begleitet. Es gibt ein kleines Filmchen und während der Tour kann man dieses Filmchen im Netz schon angucken. Die Ergebnisse selber werden dann zusammengefasst in einem kleinen Forschungsbericht. Der geht dann wieder an die Jury. Das sind also verschiedene Wissenschaftler aus dem ganzen Bundesgebiet dabei, auch vom Meeresmuseum in Stralsund, Naturkundemuseum in Berlin und auch von der Universität Hamburg. Und die begutachten dann diese Skizze und dann gibt es nochmal eine kleine Veranstaltung, wo das dann präsentiert wird, also wie bei einem wissenschaftlichen Symposium und dort wird der Sieger gekürt. Was war Ihr schönster Erfolg bisher in Ihrer Arbeit mit Jugendlichen? Im Prinzip zwei. Es gab einige Jugendliche, die gesagt haben, dieser Meereswettbewerb war das schönste Erlebnis meines Lebens. Und ich denke, treffender kann man das nicht ausdrücken. Und im vergangenen Jahr hat ein Team diesen großartigen Jugendforschwettbewerb gewonnen. Also den Bundessieg bei Jugendforsch mit einem Thema Erfolg vom Meereswettbewerb. Ja. Frank Schweikert, schön, dass Sie heute bei uns waren. Die Aldebaran feiert ein Jubiläum. 20 Jahre wird sie alt. Gibt es da eine Party, eine kleine Geburtstagsfeier oder eine große? Wir hatten es überlegt. Wir schaffen es zum Feiern nicht, weil viele Projekte auf uns zugekommen sind. Wenn alles gut geht, werden wir dieses Jahr durch die Arktis fahren, auf den Spuren des Klimawandels, durch die Nordwestpassage. Und deswegen muss in diesem Jahr die 20-Jahr-Feier leider ausfallen. Viele interessierte Jugendliche wünsche ich Ihnen für Ihr Projekt. Danke für den Besuch. Danke.